Radikale Islamisten. Sie werben übers Internet, in Fußgängerzonen und ziehen meist perspektivlose Jugendliche in ihren Bann. Und zwar mit wachsendem Erfolg. So hat sich die Gruppe der extremistisch-islamistischen Salafisten in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, referiert Verfassungsschutzpräsident Maaßen auf dem Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. In der Expertenrunde geht es um die Frage, wie lässt sich die Radikalisierung junger Muslime verhindern? In Zukunft werden wir ein Hauptaugenmerk darauf legen müssen, dass wir uns noch intensiver damit beschäftigen, es überhaupt zu verhindern, dass sich junge Menschen radikalisieren. Es geht um das Thema Prävention, Sozialarbeit. Wir müssen in Zukunft noch mehr dafür tun, dass verhindert wird, dass junge Menschen in die falschen Hände geraten, dass sie durch falsche Freunde radikalisiert werden und dann sich möglicherweise auf den Weg in den Dschihad nach Syrien oder in den Nordirak begeben.